Also jetzt kommt ein Kommentar zum Mietendeckel von der Gruppe Top Berlin. Genau. Der Berliner Senat hat vor kurzem den Mietendeckel beschlossen. Dieser soll unter anderem die Mieten für 5 Jahre einfrieren. Seit seiner Ankündigung schäumt und tobt das Immobilienkapital. Von unverhohlenem Klassenkampf sprach der Eigentümerverband Haus und Grund und führte vor, wie man Klassenkampf machen kann, aber von oben. Auf seiner Website forderte Haus und Grund per Countdown die Hauseigentümer ganz unverhohlen dazu auf, bis zum Stichtag das Maximum an Miete aus ihren Besitzungen herauszupressen, weil es wohl bald nicht mehr möglich ist. Doch wo Mietendeckel draufsteht, ist auch SPD drin. Und bei ihr kann man sich seit ziemlich genau 100 Jahren sicher sein, dass die SPD alles Mögliche macht, aber garantiert keine Politik gegen die herrschende Klasse. Der Mietendeckel ist daher auch vielmehr die SPD-Initiative, den Druck von der Straße abzuschwächen. Sie entwickelte ihn als Reaktion auf die Forderungen nach Enteignung von Mieterbündnissen wie Deutsche Wohnen enteignen und Mietenwahnsinn sowie radikaleren Aneignungsformen wie Hashtag besetzen. Ihnen, denen sich mittlerweile Zehntausende anschließen, wird im Sinne des sozialen Friedens einige Zugeständnisse gemacht und dabei soll gleichzeitig die radikale Spitze abgebrochen werden. Deswegen bremsten SPD und die neoliberale Lieblingspartei der Deutschen, die Grünen, den Mietendeckel schon im Vorfeld wieder aus. Anzunehmen ist, dass sie in das endgültige Gesetz ein Ausnahmeloch nach dem anderen schlagen werden. Energetische Sanierung muss dann mit behördlicher Genehmigung trotzdem umlegbar sein, auf die Mieterin. Aber selbst wenn der Mietendeckel ganz ohne Ausnahmen kommen würde, wäre er nur ein Tropfen aus den heißen Steinen. Nicht nur, dass es nach läppischen 5 Jahren fröhlich weitergehen soll, vielmehr greift der von Linkspartei als Erfolg gefeierte Mietendeckel die Eigentumsverhältnisse nicht an, aus der Mietenwahnsinn überhaupt erst entspringt. Wenn Hunderttausende jetzt schon mehr als die Hälfte ihres mickrigen Lohns abdrücken müssen, nur damit sich eine Handvoll bereichern kann, dann ist der Mietendeckel eine kurze Atempause, aber eben keine Lösung des Problems des Mietenwahnsinns. Wir als radikale Linke, als stadtpolitisch Engagierte, als Aktivistinnen und Aktivisten, als Betroffene können uns aber trotzdem ein wenig feiern. Wir dürfen uns aber jetzt weder spalten noch befrieden lassen. Immer noch finden Zwangsräumungen statt. Immer noch sind Hausprojekte bedroht und immer noch zahlen wir Miete. Wir müssen den Druck aufrechterhalten. Wir müssen Politik und Eigentümern einheizen. Selbst organisiert im Kiez wie auf der Straße. Das Kapital zittert und tobt. Der Staat kuscht. Treiben wir jetzt ihre Enteignung voran, damit sie uns nicht weiter so schamlos enteignen. Bis dahin etwaigen Mieterhöhungen widersprechen und es mit ewig mühsam halten. Lasst uns die eigenen Äxte schleifen. Das Eisen glüht. Jetzt lasst uns hauen.